Oh, diese Geräusche von den Viechern, ey. Das ist auch so krass. Oh, die beißen mich. Haut ab. Moin, Sen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. In der letzten Folge haben wir diesen Nukular, ich meine natürlich Nuklearreaktor gebaut. Und ja, jetzt brauchen wir natürlich noch Kernbrennstäbe, damit das ganze Ding funktionieren kann. Und wir sehen, rechts gibt es immer noch das Feedbackfeld. Wir können immer noch mit F8 Feedback geben. Das ist auch witzig irgendwie. So, dann gehe ich doch mal nach oben an die Oberfläche. Um Kernbrennstäbe bauen zu können, brauchen wir eigentlich gerade nur noch... Ja, was brauchen wir dazu nur noch? Wir brauchen nur noch Blei. Und das holen wir jetzt mal ganz schnell. Geht die Sonne eigentlich gerade unter oder geht sie auf? Eine sehr, sehr gute Frage, meine lieben Freunde. Ich weiß es gar nicht. Ich hau jetzt einfach mal hier auf so ein paar von diesen Dingern hier rauf, auf diese Knubbel. Und dann schauen wir mal, ob ich da drin irgendwo Blei finde. Ich meine, hier in diesem Biom müsste es eigentlich auch Blei geben. Ja, also das müsste man hier eigentlich finden können. Ja, genau, da ist zum Beispiel was. Wir suchen aber gleich mal noch ein bisschen mehr, einen größeren Schwung. Damit wir hier einfach, ja, damit wir ein paar Brennstäbe machen können. Wir haben ja gesehen, wir können in den Nuklearreaktor, können wir, ja, 4 Stück einbauen. Das heißt, wir könnten theoretisch so viel Material sammeln, dass wir 4 Brennstäbe machen können. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich nehme mal hier den Gleiter, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Hier unten sind zum Beispiel ein paar Knubbel, die wir noch abfarmen können. Genau, das ist Silber. Silber haben wir hier. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Blei. Wir brauchen mehr... Hier ist Blei. Also könnte Blei sein. Gold. Ich glaube, die Reihenfolge ist immer Silber, Gold, Blei. Silber, Gold, Blei. So ungefähr. Hier gibt es Kreaturen. Ja, ihr habt mir jetzt auch schon ein paar Vorschläge gepostet in den Kommentaren, was ich denn mal machen soll. Ihr habt mir zum Beispiel gesagt, um die ganzen Viecher zu scannen, also auch die großen, soll ich doch mal zum Beispiel das Stasi-Gewehr craften. Also nicht das Stasi-Gewehr, ja. Also ich bin ja Ossi, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht verwechsel. Genau, das Stasi-Gewehr. Das kann quasi Gegner einfrieren, wenn ich damit drauf schieße. Und ja, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir das haben. Dann kann ich die quasi dann, wenn ich die einfriere mit dem Stasi-Gewehr, in Ruhe scannen. Also auch die großen, die Leviathane zum Beispiel. Also ist nicht verkehrt. Kann man mal haben auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie viel Platz habe ich noch. Genügend Platz, dass ich hier noch ein bisschen ein paar Knubbel organisiere. Genau, jetzt haben wir 3 Stück. Ich glaube, 3 Kernbrennstäbe reichen aus, oder? Ich glaube, das ist okay. Mach das hier noch auf, den Knubbel. Da haben wir wieder nur Silber drin. Was ist das hier? Nochmal hier reingucken. Ah, hier haben wir nochmal Blei. Okay, jetzt können wir 4 Brennstäbe machen. Das ist nicht schlecht. Moment mal, jetzt muss ich aber gucken, dass ich mich hier nicht verschwimme. Aber ich glaube, ja doch, hier hinten. Hier hinten war es, genau. Oder? Da, wo die Seemotte ist. 200 Meter noch. Gott, hoffentlich schaffe ich das. 60 Sekunden nur noch. Oh mein Gott. Zur Not müsste ich schnell mal... Ah nee, komm, wir ziehen das jetzt durch hier. Ein bisschen Nervenkitzel muss sein. So, und hinein. Genau, sauber, da haben wir es geschafft. Wunderschön, wunderschön. Und jetzt craften wir mal... Kernbrennstäbe. Geht das hier? Ja, da unten geht es. Sehr gut. Also 1... 2. Schön, wie es so knackt, ne? 3. Okay, den 4. können wir nicht machen. Da fehlt kristallines Uranit. Uraninit, so rum. Und Titan. Okay. Egal. 3 Stück haben wir. Den 4. können wir jetzt nicht machen. Egal. Gehen wir mal runter und füllen das gleich mal ein. Ich bin mal gespannt, wie lange das dann auch hält, ne? Die Energie. Also. 1, 2. Ich mag dieses Ghostbusters-like Geräusch. So ein bisschen wie wenn man die Sperrvorrichtung aktiviert bei den Ghostbusters. Den Verbannungscontainer.
Ein konstantes Summen ist zu hören. Ah ja, Ladestand, da sehen wir, da füllt er sich auf. Jetzt wäre halt die Frage, wir könnten uns jetzt natürlich noch mehr kristallines Uraninit besorgen, um noch einen weiteren Brennstab zu bauen. Ich glaube aber, die verbrauchten Brennstäbe, die muss man dann auch entsorgen. Es gibt ja zum Beispiel auch hier, oder wo war es jetzt nochmal? Ich muss nochmal gucken. Sonstiges. Es gab einen, hier genau, Atommüllbehälter zum Entsorgen vom Atommüll. Ich glaube, den sollten wir hier aufbauen, oder? Weil so, es ist schon irgendwie witzig, dass es in Subnautica sowas wie einen Atommüll-Mülleimer gibt. Muss man schon mal sagen. Das ist irgendwie, ist das, entbehrt das einer gewissen Komik. Also es ist so schon irgendwie witzig. Weil ich meine, ist ja heutzutage eines unserer größten gesellschaftlichen und ja auch umwelttechnischen Probleme. Wohin mit dem Atommüll von Kernkraftwerken oder auch wohin mit dem ganzen verstrahlten Rest, der übrig bleibt, wenn man Atomkraftwerke demontiert sozusagen. Und das ist ja ein riesiges Thema. Es gibt ja kein wirkliches Endlager auf der Welt für diesen Müll. Ja, das ist ja auf, in keinem Land der Welt ist dieses Problem ja wirklich gelöst worden. Und hier gibt es halt einfach mal einen Mülleimer dafür. Das ist halt einfach so geil. Das ist schon fast so ein kleiner sozialer Kommentar, so könnte man fast sagen. Oder was heißt sozialer, gesellschaftlicher Kommentar. Ist schon irgendwie lustig. Ich finde es gut, dass das Spiel auch diese Ebene so ein bisschen anreißt an einigen Stellen. Und wenn es nur, wie gesagt, in der Form eines Mülleimers für Atommüll ist. Das hat schon irgendwie, das ist schon irgendwie cool. Ist schon irgendwie witzig. So, kristallines Uraninit müssten wir jetzt noch finden. Jetzt habe ich erstmal noch ein bisschen Titan gefunden. Da hinten könnte nochmal Titan drin sein. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Titan noch finden. Dann mache ich mal schnell den Mülleimer. So, das müsste schon reichen für den Mülleimer. 3 Stück habe ich dafür gebraucht, ne? Nochmal gucken. Ne, 2 Stück, genau. 2 Einheiten. Dann platzieren wir den gleich mal. Nicht, dass hier am Ende noch verbrauchte Kernbrennstäbe anfallen und ich kann die nicht entsorgen. Das wäre irgendwie doof. Daran soll es ja nun nicht scheitern, oder? Und dann kann ich ja gleich mal gucken, wie ich an das Stasegewehr komme. Was ich dafür tun muss. Und welche Ressourcen ich dafür brauche. Dann können wir nämlich diesen Plan auch tatsächlich mal umsetzen, dass wir ja mal versuchen, alle Tiere zu scannen. Ich glaube, das ist mal ein guter Plan. So. Moment. Unten wollte ich das bauen. Gehen wir mal runter. Wie viele Höhenmeter wir hier überwinden, das sind bestimmt, warte mal, wenn ich jetzt nochmal hochgehe. Ja, das sind fast 100 Höhenmeter, die wir hier einfach mal so mit einer Leiter überwinden. Das ist schon gar nicht schlecht. Okay, so, dann machen wir das mal. Ich sollte mir das abgewöhnen, das mit dem Mausrad zu machen, aber da ist wieder PUBG in mir drin gerade. So, wo bauen wir das denn auf, den Mülleimer? Hier neben der Tür? Da geht's gar nicht. Muss den schon ziemlich in den Raum reinstellen. Ich baue den mal hier an die Wand. Hier so. Hier so bauen wir den jetzt mal hin. Atommüllbehälter. Genau, da könnte ich jetzt Atommüll reinschmeißen. Auch schön, oder? Ist irgendwie cool. So, und dann haben wir oben ja noch einen Schrank. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen was von dem Gold wegtun. Wie viel Gold brauchte ich jetzt nochmal für einen Brennstab? Gar keins. Okay. Warum habe ich denn Gold dabei? Da habe ich auch noch irgendwas anderes mitmachen wollen oder habe mit irgendwas anderes damit gemacht. Ist allerdings jetzt schon wieder eine neue Sitzung, deswegen weiß ich gerade nicht mehr, was ich damit eigentlich machen wollte. So, das Lithium packen wir mal auch weg. Genau, wir brauchen kristallines Uraninit und nochmal Titan. Wir können ja nochmal mit dem Krebsanzug losziehen. Ich weiß jetzt aber auch gerade gar nicht mehr genau, wo habe ich eigentlich nochmal genau dieses Uraninit bekommen. Da bin ich mir gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher. Wo waren das nochmal? Oh mein. Vielleicht gab es das ja da ganz unten. Vielleicht gab es das ja hier unten irgendwo. Huch. Moment, nee. Doch da. Wir gehen jetzt mal in diese Höhle hier unten rein. Mit dem Krebsanzug. Bin mal gespannt, ob ich da noch irgendwelche Knubbel finde, die ich vielleicht sinnvoll benutzen kann.
Wir sollten nur nicht kollidieren mit der Base. Huch, bin ich gerade auf der Base gelaufen? Ich weiß es gar nicht. Es klang fast so. So, meine lieben Freunde, dann schauen wir uns das mal an hier unten. Was finden wir denn hier für Knubbel? Also hier gab es Gold auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Aber vielleicht gibt es ja hier an irgendeiner Stelle auch noch Uraninit. Das ist Gold da unten, ne? Ist das Gold? Mal kurz gucken. Gold? Ja, Gold. Nee, das wollen wir nicht abbauen. Das haben wir genug. Also Gold haben wir hier wirklich einen riesigen Überfluss. Muss man wirklich mal sagen. Also auch oben. Alleine schon aus den normalen Knubbeln. Ach, warte mal, da drüben. Oh, das ist, glaube ich, Lithium. Ist das Lithium? Ich glaube schon. Ja, Lithium. Lass uns das doch mal richtig abbauen hier. Da brauchen wir ja auch eine ziemlich stattliche Menge, wenn wir da die Verstärkungen bauen wollen. Holen wir uns das mal. Denn ich glaube, ich werde den Raum von dem Reaktor, den werde ich definitiv mit komplett diesen verstärkten Platten auskleiden. Also da werden wir komplett die Wandverstärkungen an alle Wände bauen. Dann haben wir nämlich genug Hüllenintegrität, um oben das ganze Glas zu kompensieren, was wir ja einbauen wollen. Die ganzen Glaswände und so. Weil die ziehen ja Hüllenintegrität ab. Und ja, die Wandverstärkungen kompensieren das dann. Sehr gut. Ganz viel Lithium. Guckt euch das an. Wunderschön. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Stimmt, gibt es hier noch mehr Zeug, das abbauwürdig ist. Also das ist gut, dass wir hier unten schon mal so eine Lithiumquelle haben. Das ist wieder Gold. Also ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich diese Teile da, diese Würmchen sind für meinen Krebsanzug, ehrlich gesagt. Kann ich jetzt so genau gar nicht sagen. Weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo der beste Weg ist. Huch. Geh vielleicht mal wieder ein bisschen zurück. Oh, ich habe keine Energie mehr. Ah. Hatte ich nicht sogar kristallines Uraninit da in diesen Vulkanen gefunden, da? Hier unten. Aber wartet mal, apropos. Da unten ist es doch warm, oder? Da kann ich mal kurz meine Akkus aufladen. Guck mal hier. Das ist doch gut. Also hier sollte ich in der Lage sein, die Batterie aufzuladen, weil ich habe ja einen Wärmetauscher drin. Also so ein Wärmereaktor. Ja, guck mal, da lädt sich meine Energie auf. Das ist doch gut. Machen wir das mal kurz. Da müssen wir nicht irgendwie andocken oder so, um den Krebsanzug aufzuladen. Dann können wir einfach hier daneben stehen. Das ist allerdings ein bisschen laut. So, da muss ich schon fast ein bisschen gegen anreden. Gar nicht so einfach hier. Okay, das dauert ganz schön. Ich steig mal aus. Ah, oh. Haben wir hier nicht irgendwo noch einen Knubbel gehabt? Ich meine gerade noch einen Knubbel gesehen zu haben. Was ist das hier eigentlich? Gekochter Oculus. Ach, die werden hier gekocht, wenn die da hinschwimmen. Das ist ja auch interessant. Kann ich den essen? Ist der noch gut? Kann man den essen? Ja, den kann ich essen. Wie geil ist denn das? Das ist ja witzig. Das ist ein Backofen hier unten. Das ist ja nice. Das ist ja schweinewitzig. Aber da sieht man auch mal, an was für Details die gedacht haben, so. Das ist einfach der Hammer. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ist mir vorher nie aufgefallen, dass da die Fische gebraten werden direkt. Das ist einfach so gut, dieses Spiel. Und deswegen sage ich auch, es lohnt sich halt auch wirklich, mal so ein bisschen durch die Welt zu ziehen und einfach jetzt mal, ja, das zu erkunden einfach. Ja. Einfach so mit so einer Forschungsintention. Das ist schon nice. Das ist schon nicht schlecht, meine lieben Freunde. So, jetzt müssen wir mal die Augen offen halten. Gibt es hier noch irgendwo... Gibt es hier noch irgendwo eine Quelle? Eine Ressourcenquelle, die sich lohnt abzufarmen? Naja, ich sollte vielleicht auch mal gucken, was ich überhaupt für das Stasegewehr brauche.
Und ob ich das schon freigeschaltet habe. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendeine Sache hatte ich tatsächlich noch nicht freigeschaltet. Also wir gucken mal. Stasegewehr, damit ich euch mal den Wunsch auch erfüllen kann. Stasegewehr braucht eine Batterie, Titan, Magnetit und Computerchip. Okay, Magnetit gibt es ja hier unten ganz viel. Das können wir gleich mal mitnehmen, würde ich sagen. Und vielleicht auch gleich mal ein paar Ressourcen aus diesen Knubbeln noch. Ja gut, Diamanten brauchen wir jetzt nicht so dringend. Da war Lithium. So, Magnetit ist hier. Da haben wir auch schon genug. Reicht, glaube ich, ne? Ja. Dann brauchen wir noch Titan und nochmal einen Computerchip. Dafür haben wir auch die Ressourcen oben. Titan brauchen wir natürlich noch. Das fehlt jetzt noch ein bisschen. Aber sonst bleibt oder steht der Mission Stasegewehr nichts im Wege. Halt, Moment. Hier ist noch was. Was ist das? Das ist, sieht aus wie Silber. Ja, es ist Silber. Okay. Hier gibt es sogar noch Infizierte. Guckt mal. So, jetzt müssen wir mal schauen. Gibt es hier noch irgendwo ein Knüppelchen? Ein Ressourcenknüppelchen. Ein schönes, großes. Okay, aber das ist ganz schön, auch eine ganz schöne Sackgasse hier hinten, oder? So ein bisschen. Hier geht es nicht gar nicht so weit rein. Da ist nochmal Gold. Brauchen wir allerdings nicht so dringend. Wenn ich jetzt hier nochmal hochfliege. Ich vermisse gerade so ein bisschen die Musik hier in diesem Biom. Gab es hier nicht immer so eine Clubmucke hier unten? So ein bisschen so Techno-mäßig. Wo ist die hin? Kommt nicht mehr so oft, glaube ich. Da ist nochmal was zum Abbauen. Das ist aber wieder Gold. Da ist auch nochmal was. Das ist aber, glaube ich, auch wieder Gold. Ja, ich glaube, das ist alles Gold. Ja. Das ist alles Gold, was glänzt. Das brauchen wir ja nicht. Also Uraninit gab es doch nicht hier unten. Da habe ich mich wohl falsch erinnert. Da habe ich mich wohl geringfügig falsch erinnert. Aber wir haben die Lithium-Ressource abgefarmt. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Da haben wir jetzt bestimmt genug erstmal. Ich könnte ja auch erstmal Wandverstärkungen bauen, bevor wir jetzt konkret weitermachen mit irgendwas. Jesus. Wollte der mich? Ich glaube, der wollte mich. Ah, guck mal, das ist nochmal Lithium. Ja, das nehmen wir jetzt nochmal mit, würde ich sagen, oder? Wenn wir schon mal hier unten sind. Ups. Muss nochmal gerade gucken, ob ich noch genug Platz im Inventar von dem Krebsanzug habe, dass wir das auch mitnehmen können. Mal kurz aussteigen, mal kurz ins Inventar gucken. Vorrat ansehen. Ja, da haben wir noch genug Platz. Gucke mal, da können wir noch auf jeden Fall diese Ressource mitnehmen. Bohren! So. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, meine lieben Freunde, wie viel wir hier jetzt noch rausholen. Und dann würde ich sagen, können wir ja dann gleich noch die Wandverstärkungen bauen. Da brauchen wir natürlich noch ein paar Schrottteile, die wir noch finden müssen. Und dann können wir Wandverstärkung noch bauen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal das Problem der Höhlenintegrität gelöst. Boah, diese Geräusche von den Viechern, ey. Das ist auch so krass. Oh, die beißen mich. Haut ab. Ich muss hier die Ressource abknubbeln. Geht weg. Die haben mir jetzt echt ganz schön Schaden gemacht hier, oder? An meinem Anzug. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt muss ich versuchen, irgendwie hier rauszukommen. Irgendwo. Am besten da, wo ich die Base aufgebaut habe, an der Ecke. Fliegen. Weiter fliegen, schweben. Nur die Frage ist jetzt, oh Gott, wo waren das jetzt nochmal? War das hier hinten? Wo waren das? Habe ich mich jetzt wieder erfolgreich verirrt? Ich glaube ja, ich habe mich, glaube ich, jetzt wieder erfolgreich verfranzt. Man bleibt hier aber auch immer an diesen Korallen hängen. Das ist übrigens ganz schlimm, was ich hier gerade mache. Ich laufe ja quasi gerade mit meinem schweren Krebsanzug auf den Korallen rum. Und das tötet tatsächlich Korallen, wenn man das macht. Korallen sind nämlich saumäßig empfindlich. Und wenn man da drauf rumläuft oder daran auch rumhantiert, dann, ja, dann tötet man Korallen. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal tauchen seid, in irgendeinem Riff oder so, oder bei einem Riff, dann dürft ihr die Korallen nicht berühren. Oh, scheiße.
Okay, warte mal, jetzt habe ich mich wirklich verfranst. Ich wollte gar nicht zu der Degasi-Station hier hinten. Jetzt habe ich mich wirklich hart verfranst hier. Nee, wir müssen irgendwie versuchen, wieder hochzukommen. Also irgendwie wieder hier raus. Ich sollte mich mal eher in die Nähe der Seemotte bewegen, oder? Da war ja quasi die Base gewesen eigentlich. Bevor ich mich jetzt hier total verfranse und am Ende hier noch verdurste hier unten. Das wäre nicht so schlau. Frage ist jetzt eher rechts halten oder eher links halten? Ich glaube eher rechts, ne? Diese Plattformen mit diesen ganzen Kisten und so, die sind übrigens neu. Die sind mit dem Update auch reingekommen. Die gab es vorher nicht. Da hatte ich mich ja tatsächlich schon gewundert, wo die herkommen. Aber die gab es vorher tatsächlich nicht. Das ist nicht irgendwie, dass ich das vergessen habe oder so. Oder das übersehen habe. Die hat es vorher nie gegeben. So, jetzt schwingen wir uns hier mal durch. Wow, da hat es ganz schön geruckelt. So, wo war... Da oben. Da oben ist mal raus. Mein Trinken blinkt nämlich schon. Und wir müssen da ganz dringend was tun. Da ist die Base, genau. Da müssen wir raus. So, jetzt muss ich mal kurz hier nochmal den... Die Düse aufladen, genau. Sehr gut. Fliegen wir mal raus hier. Nicht kollidieren, nicht kollidieren! Oh, shit. Hui, hui, hui. So, wunderbar. Und jetzt festhalten erstmal und wieder hochfliegen. Sehr schön. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug Lithium. Und jetzt muss ich mal ganz schnell hier rein und trinken. Und dann besorgen wir nochmal ein bisschen Metallschrott. Ich brauche auch hier eine Wasseraufbereitungsanlage ganz dringend. Das brauchen wir unbedingt. Vital Signs Stabilizing. Sehr gut. Eigentlich brauchen wir nichts anderes als diese Bäume hier. Deswegen werde ich jetzt gleich mal dafür sorgen, dass wir hier genug davon haben, indem ich hier noch ein paar anpflanze. So, genau. Perfekt. Und jetzt holen wir noch ein bisschen Metallschrott. Das mache ich jetzt hier schnell mit dem Gleiter. Schwimme ich mal schnell hier rüber und hole mal ein bisschen Metallschrott. Ein bisschen Schrott muss sein. Genau. Rosa, Rosa, Rosa. Schrott. Wir brauchen Schrott. Da. Da ist Schrott. Ja, genau. Nehmen wir das jetzt mal. Können wir gleich wieder zurück eigentlich. Obwohl, nee, können wir nicht. Brauchen noch ein bisschen mehr Schrott. Können wir ruhig ein bisschen eine größere Menge jetzt gleich mitnehmen. Und dann isolieren wir quasi den Atomreaktor mit riesigen Stahlplatten. Beziehungsweise Bleiplatten. Ich glaube, das ist eine gute Maßnahme zur Sicherheit. Ich weiß halt wirklich nicht, ob es zu sowas wie einer Kernschmelze kommen kann. Eigentlich wäre das ja nur konsequent und realistisch. Allerdings könnte man auch argumentieren, dass das ziemlich dämlich wäre. Weil dann hätte man ja wieder ein Strahlenproblem, was man lösen müsste. Und in der Zukunft müssten Atomreaktoren ja eigentlich so gebaut sein, also gerade in der Zukunft, in der Subnautica spielt, dass es eben nicht zu sowas wie einer Kernschmelze kommen kann. Dass die halt so sicher sind, dass das nicht passieren kann. Aber gut, man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Wow. So, jetzt müssen wir mal ganz schnell das Titan verarbeiten noch. Und wenn ich das geschafft habe, ist dann wahrscheinlich auch schon die Folge zu Ende tatsächlich. So. Gehen wir mal hier rein. Und verarbeiten das mal. Titan. Flup. 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 Und nochmal. Haha. So, da bauen wir jetzt noch schnell die Wandverstärkung. Die eine Minute nehme ich mir jetzt noch in der Folge. Genau, hier unten. Dann machen wir das mal. So. Interessant, dass ich an der Stelle, wo ich den Atommüllcontainer gebaut habe, dass ich an der Stelle keine Wandverstärkung bauen kann. Was fehlt denn jetzt? Titan? Ach nee, Lithium. Hahaha. Das muss ich ja erst aus dem Anzug rausholen. Ja, das habe ich jetzt wieder vergessen. Lalalalala. Es ist ja noch im Krebsanzug drin, meine Güte.
Bin heute wieder so schlau. So, komm her. Gib it. Gib it. So, wieder rein. Zum Glück geht das jetzt alles ganz fix hier. So, runter. Vorbei. Und dann machen wir das. Bauen wir gleich. Hä? Wieso kann ich das jetzt hier nicht bauen? Komisch. Müssen wir gleich mal gucken, wieso ging das da jetzt nicht nebenan? Ah, jetzt geht. Okay, okay, weil ich noch ein unfertiges verbaut habe, wahrscheinlich. Okay, wir haben jetzt eine Höhlenintegrität von 28. Das ist schon mal nicht schlecht. Und 35. Das ist doch gut. Das ist eine gute Zahl, 35. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle setzt auch erstmal wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Und dann kann ich ja nochmal schauen, ob ich noch ein bisschen mehr kristallines Uraninit finde. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.